Der August steht vor der Tür. Ich möchte dir mein neues Layout zeigen, was ich mir im August habe einfallen lassen, was für mich für diesen Monat steht und was ich gemacht habe, das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Heute möchte ich dir wieder meinen neuen Monat zeigen. Und was ich mir habe einfallen lassen, dieses Mal ist es das Thema Zitrusfrüchte, Orange, Zitrone, kannst du dir überlegen. Und das habe ich wieder auf Pinterest entdeckt, also habe mich da inspirieren lassen. Und falls du selbst Bullet Journals machst, kannst du mich gerne auch auf Instagram anschreiben. Meinen Account findest du unten als ersten Kommentar angepinnt. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los mit dem Monat. Es ist August, also zeige ich euch jetzt wieder mein neuer Monat, wollte schon sagen, mein neues Bullet Journal. Ich habe schon ein Manko entdeckt an dem dickeren Papier und das ist, Bleistiftstriche nicht mehr richtig wegzukriegen. Das stört mich wahnsinnig, weil ich schreibe ganz gerne mit Bleistift vor. Und wenn ich dann die Striche nicht mehr wegkriege und dann so eine helle Farbe verwende wie das Gelb, die 055, die in letzter Zeit sehr häufig bei mir drankommt, dann sieht man das halt und das stört mich halt total. Ich bin wieder so auf meinen alten Style umgeswitcht, weil beim letzten Monat habe ich es ja aus Versehen verkehrt rum gemacht. Es war nur ein Versehen. Und auch hier diese Aufstellung, da hat sich bei mir noch nichts verändert, aber ich denke mal, dass ich vielleicht für den nächsten Monat eine andere Monatsaufstellung mache. Mal schauen. Und man sieht auch an hier, das Ganze ist doch nicht ganz Durchdruck. Also es drückt doch durch. Also das Papier ist zwar dicker, ich würde es von dem her auch hier an dem Punkt keinem mehr empfehlen, der sagt, er möchte nicht, dass seine Farben durchdrücken. Sie tun es nämlich doch. Leider. Jetzt habe ich am Anfang halt auch nicht gedacht. Irgendwie, ich habe halt nur das dickere Papier gesehen und bin davon ausgegangen, ja, das drückt vielleicht nicht durch, aber tut es eben doch. Dann färbt es halt auch ab. Das finde ich ganz übel. Das gab es zwar auch meines Erachtens beim Leuchtturm, aber nicht so stark. Also ich habe hier auf der Seite ja diese Orange gemacht, die hat hierhin abgefärbt. Und das gleiche habe ich auch hier. Also, wow. Aber sowas weiß man halt immer erst im Nachhinein. Und ich hoffe, die Leute, die das mir nachgekauft haben und das dann eben auch festgestellt haben, sind mir an dem Punkt nicht böse. Ausgaben, da hat sich auch nichts verändert. Also mir reicht dieser Platz auch für den Monat aus, weil ich einfach auch darauf achten möchte, eben nicht so viel Geld auszugeben. Habit Tracker hat sich irgendwie auch nichts verändert. Also da es sind keine Habits dazugekommen. Muss ich mir echt mal irgendwie Gedanken machen, ob es da nicht irgendwie noch was zusätzlich gibt. Da, also bei dem Mood Tracker habe ich mir jetzt dann wirklich krass Gedanken gemacht. Bei den anderen habe ich die schwarzen Teile vom Fruchtfleisch noch schwarz gemalt, weil das bleibt ja weiß. Aber hier möchte ich es eben anmalen. Und mir war klar, wenn ich über diesen Muji-Stift drüber male, dass der halt verschmiert. Und daher habe ich das halt nur mit Bleistift gelassen. Und bin ganz gespannt, wie das aussieht, wenn ich das dann mal anmale. Den Sleep Tracker hatte ich im letzten Monat tatsächlich vergessen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Irgendwie, manchmal vergesse ich Tracker. Und aber der ist mir echt wichtig. Also ich habe so einen Tracker auch im Handy drin. Und ich merke es halt jedes Mal, wenn ich irgendwie zu viel oder zu wenig schlafe. Einmal beim zu viel Schlafen ist es bei mir so, dass ich da halt total knatschig bin und gar nicht mehr wach werde. Und beim zu wenig bin ich unkonzentriert. Positives gehört bei mir in mein Bullet Journal rein, dass ich mir einfach auch bewusst mache, wir nehmen so viele Sachen so selbstverständlich. Und dass ich mir selber halt einfach auch bewusst mache, nee, ist es halt nicht. Ne? Also da passieren ganz oft Sachen am Tag, für die man einfach dankbar sein muss. Und ich bin wirklich der Orange treu geblieben. Also ich habe echt alles diesmal im gleichen Stil gemacht. Alleine der ist eben auch diese Schreibübung.
müsste man jetzt eventuell nicht machen, wenn man diese Positives-Übung macht. Da schreibt man ja so oder so. Aber ich nehme die trotzdem meistens immer noch mit rein, weil ich finde sie für mich wichtig. Ja, das habe ich nicht so schön geschrieben, sehe ich gerade. Das war das Orange, die 905. Das war mein letzter Tombow, den ich gekauft habe. Nicht mein allerletzter. Ich werde mir bestimmt noch Farben kaufen, aber den letzten, den ich mir so gekauft habe. Und ja, Ideen für mich im Moment fülle ich diese Seite nicht aus. Ich weiß nicht, warum mir nichts einfällt. Aber mir geht es halt eben auch ganz oft so, gerade bei meinen Videos, dass mir halt nichts einfällt. Und da sind diese Seiten echt total wichtig. 10 Dinge, das ist ein Favoritenformat hier auf dem Kanal. Und da kommen meistens die 10 Dinge rein, die mir in der Zeit halt einfach gefallen haben. Ich übertrage meistens auch von Monat zu Monat, wenn es halt keine 10 sind. Wenn ich dann 10 zusammen habe, dann gibt es ein Video. Telefon sagt es eigentlich schon. Ich war immer so jemand, der irgendwo drauf gekritzelt hat, wenn man in einem Telefongespräch war, man musste was aufschreiben. Na, das sind Briefe irgendwie. Egal, was ich zur Hand bekommen habe, das habe ich voll gekritzelt. Und seit ich das in meinem Buch habe, ist es auch echt gut aufgehoben. Und du weißt halt immer, wo diese Notizen dann auch sind. Und ich habe ja was Neues in meinem Bullet Journal und das ist das Thema Wunsch. Und da schreibe ich mir immer was auf oder hoffe, dass ich das regelmäßig machen kann, Wünsche eben auch so ein bisschen zu manifestieren. Kommen wir zu meinem Juli. Leer hat mir anfangs gar nicht gefallen, weil ich das eigentlich anders vorhatte, aber nun gut. Und da seht ihr, da habe ich es aus Versehen verkehrt herum gemacht, weil es eben das erste Layout im Buch ist. Und ich glaube echt, die Zeit ist wirklich gekommen, dass ich hier mal einen anderen Aufbau mache, weil ich brauche einfach ein bisschen Abwechslung. Ausgaben. Meine letzte Ausgabe, Tasty Shit, da hatte ich meinen Eis-Chips-Anfall. Musste echt. Ich habe Tage daran rumgemacht und ich verbiete mir halt auch nichts mehr. Und wenn ich da einfach Bock drauf habe, dann gönne ich mir einfach auch was. Wie auch beim Habit Tracker. Also ich habe leider ein paar Mal jetzt in dem Monat einfach vergessen einzutragen. Einmal habe ich bewusst nicht eingetragen, was ich auch in Ordnung finde. Also wenn du einfach keinen Bock hast, in dein Buch einzutragen, dann trag nicht ein. Das soll kein Zwang sein. Und da sieht man eben auch, dass ich es halt oft vergessen habe. Die Sterne sind nicht ausgemalt. Ja, es war anders gedacht irgendwie, aber naja. Es sind 3 Tage. Vier Tage. Sechs Tage, wo ich nicht eingetragen habe, aber nun gut. Und eben das Moodboard, da wollte ich mich eben an das Thema halten. Und ich bin ja dem auch in dem Monat treu geblieben. Ideen, wie ihr seht, da steht nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich momentan einfach null Ideen habe, aber ich will mich da auch nicht zwingen und mir da irgendwie ideentechnisch irgendwas raus operieren, was dann hinterher doch schlecht ist. Also wenn ich momentan keine Ideen habe, dann muss man das halt irgendwie so akzeptieren. Eben hier stehen die obligatorischen 10 Dinge, die kamen auch in meinem Video vor, in meinem letzten Favoritenvideo. Und Positives, also ich habe ja gepaart mit dem silbernen Stift gearbeitet und ich liebe die. Ich werde auf die voll oft angesprochen, die sind richtig gut, das sind die Uniball Stifte, das kann ich einfach nur empfehlen. Die funktionieren richtig, richtig gut. Telefon, da gab es diesmal nichts einzutragen. Normalerweise zweckentfremde ich das dann und schreibe dann irgendwas anderes rein oder so. Ja, und das letzte ist mein Wunsch, den zeige ich euch nicht, weil Wünsche darf man nicht, wie sagt man, Wünsche darf man nicht verraten. Und das bleibt
hinter dieser Seite. Ich habe noch keinerlei Ideen, was im September drankommen soll. Ich fange meistens immer so einen Monat davor mit meiner Monatsausstellung an, dass ich da einfach Zeit habe, weil ich da nie komplett dran sitze. Also ich bin mal gespannt und möchte mal von dir wissen, wo du deine Ideen herholst. Kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde an der Stelle sagen, ich melde mich einfach ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!